Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, wie langweilig normale Minecarts eigentlich sind? Und wie cool es doch wäre, in Minecraft in einen Bahnhof zu gehen. Du hörst das Rauschen der Lokomotiven, Züge fahren ein und aus. Du gehst über eine Fußgängerbrücke, unter dir fahren Züge ein. Du holst gemütlich eine Geldbörse raus, gehst an den Ticketautomaten, kaufst dir ein Ticket, das Klimpern des Wechselgeldes. Gehst auf zu deinem Gleis, nimmst dein Ticket, hält sein Ticket bereit, lässt das Ticket abstempeln. Gehst in Ruhe zu deinem Sitzplatz, steigst ein. In ein paar Sekunden würde der Zug losfahren. Du genießt die schöne Aussicht. Du siehst auf den anderen Gleisen die Züge. Und dann fährt er los. Der Zug fährt aus dem Bahnhof aus, beschleunigt und fährt zum nächsten Ziel. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie cool das wäre? Ja? Gut. Denn dank Raycraft ist das alles möglich und es ist sogar total einfach. Und in der Serie Minecraft Inventions werde ich euch zeigen, wie es geht. So, das heute war nur die Showcase-Folge. Das heißt, ich habe euch heute mal gezeigt, was man hiermit so alles machen kann. Und in den nächsten Folgen werde ich euch zeigen, wie man im Detail die einzelnen Sachen nachbaut. Vielleicht sogar, wie manche Sachen funktionieren, wie zum Beispiel der Ticketautomat. Da habe ich sehr lange für gebraucht. Ja, ich finde, das ist mir ganz gut gelungen hier. Ich habe da wirklich viel Zeit für gebraucht und es hat auch viel Zeit in Anspruch genommen. Und es war auch, ich finde, es ist echt gut geworden. Naja. In den nächsten Folgen werden wir dann also erklären, wie zum Beispiel die Haltestelle hier funktioniert, wie man da vorne rausgeschmissen wird, was jetzt nicht so das Schwerste ist. Und unter anderem werde ich euch zeigen, wie ihr zum Beispiel diese Ticketmaschine hier nachbaut, die unglaublich anpassbar ist. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel verschiedene Ziele angeben, die es sein soll. Ihr könnt sagen, ob ihr überhaupt dieses zwei Typen von Karten haben wollt. Ihr könnt sagen, wie viel die kosten und alles und in welche Richtung die Maschine steht. Und das alles ist total gut gelöst, finde ich. So, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert, wenn ihr mehr sehen wollt. Schaut doch mal auf meiner Webseite vorbei, da werde ich auch demnächst dann den Welt-Download für diese Welt hier bereitstellen. Da wird es dann immer wieder Updates geben mit den weiteren Inventions-Folgen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich euch dann erkläre, wie das Ganze hier funktioniert. Haut da rein!